Ein schwarzer Tag in Israel. So etwas wie der 11. September. Hat Iron Dome versagt? Israels mächtigste Waffe funktioniert nicht so, wie sie soll. Der 7. Oktober begann wie ein normaler Tag in Israel, wurde aber schnell zum schwärzesten Tag überhaupt. Über 3000 Raketen wurden von der Hamas aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert, bevor sie in das Land einmarschierte. Mehr als 1200 Menschen verloren ihr Leben. Militärs, Zivilisten, Männer, Frauen, Kinder. Es wurde niemand verschont. Viele wurden entführt, um sie später zu ermorden oder als Druckmittel zu benutzen, damit Israel nicht eingreift. Für Israel war das Terrorismus und eine unverzeihliche Sünde, die die Hamas begangen hatte. Nachdem Israel die Invasionstruppen zurückgeschlagen hatte, bombardierte es den Gazastreifen mit so vielen Luftangriffen, dass alles in Sichtweite zerstört wurde. Aber das war nur der Anfang. Die USA mit ihrer 9-11-Geschichte können solche Angriffe nicht dulden, vor allem nicht auf einen wichtigen Verbündeten wie Israel, ganz zu schweigen davon, dass mindestens 9 Amerikaner bei den Hamas-Angriffen getötet wurden und auch Amerikaner unter den Entführten gewesen sein sollen. Als Reaktion darauf befahl US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, dem größten, mächtigsten und teuersten Flugzeugträger der Welt, der 13 Milliarden Dollar teuren USS Gerald Ford, den Kurs zu ändern und nach Israel zu fahren. Für die USA war der Krieg gegen den Terrorismus wieder entbrannt. Aber es gibt noch einige entscheidende Fragen, die offen sind. Wo war der Iron Dome während der Angriffe und warum hat er so fatal versagt, um die Hamas-Raketen zu stoppen? Immerhin ist er als das modernste Luftabwehrsystem der Welt bekannt. Dieses Video beantwortet diese Fragen und stellt einen neuen, noch besseren Nachfolger des Iron Dome vor, den sogenannten Iron Beam. Diese beiden Systeme können das Tech-Team sein, das Israel braucht, um eine Katastrophe wie diese nie wieder zu erleben. Hier sind die beiden Systeme, beginnend mit dem Iron Dome. Iron Dome. Iron Dome ist ein israelisches Allwetter-Luftabwehrsystem, das von Rafael Advanced Defense Systems und Israel Aerospace Industries entwickelt wurde. Der Iron Dome wurde entwickelt, um Kurzstreckenraketen und Artilleriegranaten abzufangen, die auf bewohnte Gebiete Israels gerichtet sind. Kurzstreckensprengkörper, die im Meer oder in unbewohnten Gebieten landen, sind meist keine Gefahr. Der Iron Dome hatte also nur wenig Zeit und musste seine Abfangraketen auf Sprengkörper richten, die gefährlich waren. Der Iron Dome ging am 27. März 2011 in Betrieb und nur einen Monat später hatte das System bereits eine aus dem Gazastreifen abgeschossene Rakete abgefangen. Ein Beweis dafür, wie häufig diese Raketen waren. Vor dem Iron Dome waren Raketen, die aus dem Gazastreifen und anderen Nachbarstaaten auf Israel einschlugen, an der Tagesordnung. Zwischen dem Frühstück und dem Abendessen war es sehr wahrscheinlich, dass ein Israeli dank dieser Raketen einen geliebten Menschen beerdigen musste. So häufig waren sie und so oft trafen sie zivil besiedelte Gebiete. Noch schlimmer wurde es im zweiten Libanonkrieg 2006, als die Hisbollah bis zu 4000 Raketen auf den Norden Israels abfeuerte, darunter auch auf Haifa, die drittgrößte Stadt. 250.000 Menschen, etwa 4% der israelischen Bevölkerung, mussten ihre Häuser verlassen und in andere Teile Israels umziehen, wo sie weniger Gefahr liefen, ihr Leben zu verlieren. Im Süden Israels wurden zwischen 2000 und 2008 mehr als 8000 Sprengsätze wahllos aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert, vor allem von der Hamas. Fast 1 Million Israelis, etwa 14% des Landes, befanden sich in Schussdistanz zu diesen Angriffen. Die israelische Regierung musste etwas tun. Und zwar schnell. Hier kam der Iron Dome ins Spiel. Im Februar 2007 wählte der damalige israelische Verteidigungsminister Amir Peretz den Iron Dome als Israels Verteidigung durch Kurzstreckenraketen aus. Innerhalb von 4 Jahren wurde das 210 Millionen Dollar teure System von dem einheimischen Rüstungsunternehmen Rafael gebaut und nicht etwa vom amerikanischen Unternehmen Lockheed Martin. Und das war wohl kein schlechter Zug. Hoffentlich hat das Lockheed Martin nicht gekränkt. Der Iron Dome von Rafael soll Tag und Nacht und unter widrigen Wetterbedingungen einsatzfähig sein und auf mehrere Bedrohungen gleichzeitig reagieren können.
Er kann Kurzstreckenraketen und 155 mm Artilleriegeschosse aus einer Entfernung von bis zu 70 km abwehren. Unter der Haube des Iron Dome befinden sich drei Hauptbauteile, die im Zusammenspiel ein Juwel von Luftverteidigungssystemen ergeben. Diese Komponenten sind das Erkennungs- und Verfolgungsradar, das ankommende Raketen erkennt und ihre Flugbahn berechnet, um zu prüfen, ob die Rakete eine Bedrohung für ein bewohntes Gebiet darstellt, die Gefechtsmanagement- und Waffenkontrollkomponente, die genau das tut. Und drittens die Raketenabschusseinheit, die Tamiya-Abfangraketen abschießt, welche in die Flugbahn der ankommenden Rakete fliegen und sie zur Explosion bringen, um die Bedrohung im Keim zu ersticken. Die Tamiya-Rakete, die ebenfalls von Raphael gebaut wird, ist äußerst manövrierfähig, wie ein Turner nur am Himmel. Sie erreicht diese Manövrierfähigkeit durch elektrooptische Sensoren und mehrere Lenkflossen. Diese Wendigkeit ist entscheidend, denn sie sind mit Bedrohungen konfrontiert, die selbst sehr wendig sind oder einen neuen Kurs einschlagen können. Welcher Weg das auch sein mag, der Iron Dome und seine Tamiya-Raketen sind zur Stelle. Jeder Iron Dome verfügt normalerweise über bis zu 80 dieser Abfangraketen, die auf 4 Abschussrampen verteilt sind. Mit so vielen Raketen kann jeder Iron Dome ein Gebiet von etwa 150 Quadratkilometer schützen. Daher würden weniger als 150 Iron Dome-Systeme ausreichen, um ganz Israel zu schützen. Auf dem Papier und in der Praxis ist es eine wirklich effektive Waffe. 4 Monate nach der ersten Bedrohung im April 2011 hat der Iron Dome 20 Raketen und Flugkörper, die auf Israel abgefeuert wurden, erfolgreich abgefangen. Während der Operation Pillar of Defense im Jahr 2012 stand der Iron Dome erneut im Rampenlicht und fing ankommende Bedrohungen ab wie kein anderes Luftverteidigungssystem der Welt. Iron Dome soll von den rund 1000 Raketen und Flugkörpern, die von der Hamas seit Beginn der Operation Säule der Verteidigung am 14. November bis zu ihrem Ende am 17. November auf Israel abgefeuert wurden, 2/3 als nicht bedrohlich eingestuft und 90% der verbleibenden 300 abgefangen haben. Die einzigen israelischen Opfer in diesem Zeitraum waren 3 Menschen, die bei Raketenangriffen nach einer Fehlfunktion des Iron Dome-Systems getötet wurden. Ein Beweis dafür, wie viel Pech sie hatten und wie wichtig das System für Israel ist. Der Verteidigungsreporter Mark Thompson drückte es so aus, dass die geringe Zahl der israelischen Todesopfer darauf hindeutet, dass Iron Dome der effektivste und am meisten getestete Raketenschutzschild ist, sogar besser als das amerikanische Patriot-Raketenabwehrsystem. Bis Ende Oktober 2014 hatten die Iron Dome-Systeme über 1200 Raketen abgefangen. Neben dem landgestützten Einsatz wurde 2017 berichtet, dass Iron Dome-Batterien in Zukunft auch auf See auf Korvetten der Saar-6-Klasse eingesetzt werden sollen, um Offshore-Gasplattformen mit dem israelischen Raketensystem Barak 8 zu schützen. Das israelische Militär wollte sie überall haben, weil ihre Erfolgsquote von 90% in jeder Hinsicht beispiellos ist. Bei der Luftverteidigung, beim Börsenhandel, bei Umfragen darüber, wie viele Paare sich lieben, in der Schule, eigentlich bei allem. Bei tödlichen Angriffen, die sonst Hunderte von Toten forderten, gab es jetzt nur noch 2 Tote und ähnliche Zahlen. Der Erfolg des Systems gab der israelischen Bevölkerung ein starkes Gefühl des Schutzes, das es ihr erlaubte, ihren Geschäften nachzugehen, als ob nichts geschehen wäre. Am 7. Oktober, während der Hamas-Angriffe, enttäuschte das System aber auf ganzer Linie, was wirklich beunruhigende Probleme mit dem Iron Dome ans Licht brachte. Probleme mit Iron Dome. Es gibt bestimmte Situationen, in denen der Iron Dome zum bloßen Zuschauer wird, während Israel immer und immer wieder mit Raketen der Hamas beschossen wird. Zu diesen Situationen gehören Raketenschwärme. Der Iron Dome fängt 90% der anvisierten Raketen ab, aber er zielt nicht auf jede Rakete. Warum? Weil er es nicht kann. Es gibt einfach nicht genug Zeit oder Abfangjäger. Die Hamas feuert bei ihren Angriffen Tausende von Raketen auf Israel ab, während das Iron Dome-System nur 80 Abfangraketen mit sich führt und manchmal mehrere Abfangraketen eingesetzt werden können, um ein einzelnes Ziel auszuschalten. Israel hat derzeit nur etwa 10 Iron Dome-Systeme. Wenn alle 800 Abfangraketen in diesen 10 Systemen jeweils eine ankommende Hamas-Rakete ausschalten, gibt es immer noch Tausende von Hamas-Raketen, die im Inland Israels einschlagen. Der Iron Dome hat keine andere Wahl, als nur die bedrohlichsten Hamas-Raketen abzuwehren und die tausenden anderen vorbeifliegen zu lassen, in der Hoffnung, dass sie ihre Ziele verfehlen. Noch schlimmer wird es, wenn es sich bei den Raketenschwärmen um Kurzstreckenraketen handelt oder wenn sie tief fliegen. Hochentwickelte Raketen.
zu einer Zeit, als die Lieferung des Iron Dome an die Ukraine zum Schutz des Landes gegen russische Aggressionen erwogen wurde, wurde ein weiteres Problem des Iron Dome ausgiebig diskutiert. Der frühere ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Reznikow erklärte dieses Problem. Nach seinen Worten wurde der Iron Dome gebaut, um langsame, niedrig fliegende Raketen abzuwehren, die in Garagen gebaut wurden, also improvisierte Raketen, die irgendwie explodieren. Das waren nicht die Art von Raketen, die Russland auf die Ukraine abfeuerte. Cruise- und Überschallraketen wie die Iskander-M und die Kinsal waren die Raketen, die Russland auf die Ukraine schoss. Solche hochfliegenden und hyperschallschnellen Raketen wären gegenüber dem Iron Dome ebenbürtig oder sogar überlegen. Ganz zu schweigen davon, dass die Ukraine 11-mal so groß ist wie Israel und daher mindestens 1600 Iron Dome-Systeme bräuchte, um das ganze Land zu schützen. Selbst Israel hat nur 10, also viel Glück für die Ukraine damit. Teure Abfangjäger, billige Ziele. Das vielleicht größte Problem des Iron Dome ist das Missverhältnis zwischen den Kosten für die Tamir-Abfangraketen und den Kosten für die Hamas-Raketen, die sie zerstören sollen. Die Tamir-Raketen kosten jeweils mindestens 100.000 US-Dollar, während die Lieblingsraketen der Hamas, die Qassam, nur 800 US-Dollar kosten. Ein Verteidigungssystem, das mehr als 10.000% mehr kostet als der Angriff, ist nicht tragbar. Einem israelischen Journalisten zufolge stimmte Israel 2012 während der Operation Säule der Verteidigung einem Waffenstillstand zu, weil dem Iron Dome die Munition ausgegangen war. Dies blieb eine Zeit lang geheim und Israel verbrachte danach eine Weile damit, größere Vorräte an Abfangjägern für die nächsten Kämpfe vorzubereiten. Aber es gibt nur so viele Abfangjäger, wie sie vorrätig haben können. Diese und viele andere Gründe erklären, warum Iron Dome nie den Status erreicht hat, das ultimative Luftabwehrsystem für Israel zu werden, obwohl es so nah dran war. Israel arbeitet jedoch bereits an dem System, das diesen Status verdienen würde, und es ist fast bereit, Raketen mit Laserstrahlen aus dem Himmel zu schießen, die direkt aus einem Science-Fiction-Film stammen könnten. Dieses neue System heißt Iron Beam. Iron Beam. Für 3,50 Dollar, so viel wie eine Tasse Kaffee, könnte Israel jetzt die 800 Dollar teuren Raketen der Hamas abschießen und damit das Ungleichgewicht zu ihren Gunsten kippen, dank Iron Beam. Der Iron Beam kann Raketen aus dem Gazastreifen abfangen, noch bevor sie die israelische Grenze überqueren. So wird die israelische Bevölkerung im Schlaf nur von ihren Weckern und nicht von Explosionen gestört. Obwohl dies wie ein System der fernen Zukunft erscheint, behauptet Rafael, dass das System im nächsten Jahr für den teilweisen Schutz Israels und ein Jahr danach für den vollständigen Schutz gegen Raketen, Granaten, Drohnen oder sonstiges bereit sein wird. Israel wäre damit das erste Land der Welt, das über solche Fähigkeiten verfügt. Mehr als 100 Ingenieure aus Rafaels Forschungs-, Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung arbeiten derzeit an dem neuen System. Damit der Iron Beam wie angekündigt funktioniert, musste er unter realen Kampfbedingungen geprüft werden. Diese Tests fanden im März 2022 in der Negev-Wüste im Süden Israels statt. Der Iron Beam war einsatzbereit und hatte die Aufgabe, Mörser, Raketen und Drohnen aufzuspüren, zu verfolgen und mit seinem Laser abzufangen. Wie das israelische Verteidigungsministerium bekannt gab, hat der Iron Beam all diese Aufgaben mit Bravour gemeistert. Diese Meldung erfolgte kurz vor dem Jahrestag des schweren Konflikts zwischen Israel und dem Gazastreifen vor einem Jahr, bei dem die Hamas mindestens 4000 Raketen auf Israel abgefeuert hatte. Und obwohl Israels Verteidigungssysteme, insbesondere der Iron Dome, viele dieser Raketen abfingen, hätte die Laserwaffe Iron Beam dies auf dem Papier auch getan, ohne Israels Wirtschaft lahmzulegen. Je nach Effektivität und Effizienz könnte der Iron Beam neben dem Iron Dome eingesetzt werden oder so fortschrittlich sein, dass er keinen Kumpel braucht und seinen Vorgänger in den Ruhestand versetzt. Im Falle eines Tech-Teams zwischen den beiden Systemen wäre die Arbeitsteilung klar. Der Iron Dome würde Bedrohungen erkennen und deren Winkel, Geschwindigkeit, Höhe, Flugmuster und Flugbahn berechnen. Falls die Bedrohung tatsächlich auf ein bewohntes Gebiet zusteuert, muss sie abgefangen werden. Das Abfangen erfolgt in Form eines starken Laserstrahls, der vom Iron Beam abgefeuert wird und nicht mehr mit den 2,8 Millionen % teureren Tamir-Abfangjägern. All dies würde in einem Wimpernschlag geschehen. Zusätzlich zu seinen unglaublich niedrigen Kosten wird der Iron Beam wegen seiner enormen Fähigkeiten, mit denen der Iron Dome einfach nicht konkurrieren kann, zum primären Luftabwehrsystem aufgerüstet. Hier sind die Fähigkeiten. Iron Beam Fähigkeiten. Neben den von Rafael erwarteten Spitzenleistungen sind es die Laserfähigkeiten, die den Iron Beam zu großem befähigen. Laser sind eine Form von Lichtenergie.
Das Wort Laser heißt in Deutsch sinngemäß Lichtverstärkung durch stimulierte Strahlungsemission. Die unsichtbare Energie dieser Strahlung kann, wenn sie hoch genug ist und gebündelt wird, ein Ziel aus meilenweiter Entfernung und mit beeindruckender Präzision treffen. Laser sind außerdem immun gegen kinetische Waffen. Wind und Schwerkraft werden irrelevant. Da die Waffe keine Energie für diese externen Faktoren aufwenden muss, funktioniert sie effizient. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn der Iron Beam hat noch mehr zu bieten, eine ganze Menge. Und das meinen wir im Detail. Ein unbegrenztes Magazin. Kanonen und Raketenwerfer, so tödlich sie auch sein mögen, sind durch Kugeln und Raketen stark eingeschränkt. Wenn ihnen die Munition ausgeht, sind sie nutzloser als ein Schwert aus dem Mittelalter und sie gehen zur Neige und bringen ihre Benutzer in eine, gelinde gesagt, heikle Lage. Anders verhält es sich mit dem Iron Beam. Er ist nicht auf Projektile angewiesen, sondern auf die Energie, die standardmäßig von Lasern kommt. Die Hauptbetriebskosten einer solchen revolutionären Waffe wären daher nur die Stromrechnung. Mit einer zuverlässigen Energiequelle im Standby-Betrieb macht der Iron Beam das Nachladen der militärischen Artillerie komplett überflüssig und führt ein unbegrenztes Magazin mit hocheffizienten Schüssen ein. Das spart wertvolle Zeit und da auf dem Schlachtfeld jede Sekunde zählt, rettet es letztlich Leben. Lichtgeschwindigkeit des Angriffs. Laser sind eine Form von Lichtenergie. Der 150 Kilowatt Laser des Iron Beam, der von zwei separaten Laserkanonen abgeschossen wird, hat den Vorteil, dass er nicht aus Licht besteht, sondern sich mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 180.000 Meilen pro Sekunde bewegen kann. Der Lichtgeschwindigkeit, schneller geht's nicht. Keine Drohne, kein Mörser, keine Rakete und kein Kampfjet hat eine Chance, diese Waffe zu übertreffen. Aus diesem Grund hat der Iron Beam eine Erfolgs- und Präzisionsrate, die so nah wie möglich an 100% liegt. Für die Ziele des Iron Beam ist die Zerstörung eine klare Sache. Intelligenz. Der Iron Beam ist eine intelligente Waffe, die den größten Teil ihrer Arbeit selbst verrichtet. Das muss man auch erwarten, denn Menschen könnten mit Bedrohungen, die sich mit Schallgeschwindigkeit bewegen, beim Zielen nicht mithalten. Der Iron Beam kann sich selbst steuern, indem er Bedrohungen aufspürt und verfolgt und sie dann ausschaltet. Diese Automatik der Waffe ist der Grund, warum sich Israel an seinen Grenzen mit Iron Beam-Einheiten ausstatten will. Sie sollen verhindern, dass Bedrohungen ins Land gelangen und der israelischen Bevölkerung einen ruhigen Schlaf bescheren, einschließlich des Militärs, das dann weniger direkte Verteidigungsaufgaben erfüllen muss. Außerdem ist der Iron Beam so konzipiert, dass die Streitkräfte von Israels Verbündeten in kürzester Zeit trainiert und mit der Waffe vertraut gemacht werden können, was bedeutet, dass die Waffe sofort zum Zuge kommt. Ein wahrscheinliches Ziel sind natürlich die Vereinigten Staaten, die nicht nur an der Entwicklung des Iron Beam, sondern auch des Iron Dome maßgeblich beteiligt waren. Tatsächlich haben die USA Israel bis 2023 fast 3 Milliarden US-Dollar für Iron Dome-Batterien, Abfangjäger, Koproduktionskosten und allgemeine Wartung zur Verfügung gestellt. Iron Dome und Iron Beam sind die ultimativen Beschützer ihres Landes in einer der längsten Fäden der Welt und haben sich zu prominenten Luftabwehrsystemen entwickelt, zu denen andere Systeme aufschauen. Mit Fähigkeiten, die man sonst nur aus Science-Fiction-Filmen kennt, werden die israelischen Luftabwehrsysteme noch jahrelang überzeugen und, was noch wichtiger ist, feindlichen Sprengstoff vom Himmel pusten. Trotz aller Erstaunlichkeit wird immer deutlicher, dass diese Systeme nur eine Notlösung sind und am Ende nur eine diplomatische Lösung Frieden in die Region bringen kann. Um zu helfen, Frieden in ihr Land zu bringen und Leben auf beiden Seiten des Krieges zu retten, braucht Israel dich, um diesen Kanal zu abonnieren und diesem Video ein Like zu geben. Also mach das jetzt und danke fürs Zuschauen.